So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Ruby. In diesem Part fangen wir aber wirklich die Regis. Und zuerst brauchen wir zwei spezielle Pokémon, das heißt eigentlich drei spezielle Pokémon. Erst brauchen wir ein Pokémon, das Schaufler kann. Und zwar habe ich schon etwas vorbereitet. Wir müssen uns ein Pokémon fangen, und zwar ein Knackleon, weil wir die TM Schaufler schon wir haben sie schon verschwendet bei Logok. Wir haben ja Logok schon Schaufler beigebracht und die haben wir dann verlernt. Für Erdbeben. Und jetzt haben wir keine TM mehr, aber es macht nichts, wir können uns ein Pokémon holen. Aber zunächst brauche ich ein paar Bälle. Wir werden jede Menge Bälle brauchen, denn wir werden vier legendäre Pokémon fangen müssen. Und das ist schwieriger, als es sich anhört. Denn legendäre Pokémon sind sehr schwer zu fangen. Und ich möchte auch Hyperbälle haben. Also was soll denn der Scheiße mit Superbällen? Hyperbälle sind hier angesagt. Mit welchen Bällen haben wir denn Groudon gefangen, hä? Ganz sicher nicht mit normalen Superbällen. Ich glaube, die können wir hier nur in Xenerowel gerade finden, die Hyperbälle. Ich fliege mal nach Xenerowel. Natürlich speed ich jetzt ab, weil wir haben das alles schon gemacht. Warum sollen wir das denn jetzt uns nochmal anschauen, Xenerowel? So, hier Hyperball, perfekt. Ich hoffe jetzt das Maximale an Hyperbällen, was es gibt. Ich glaube, ein paar Items kann ich auch noch verkaufen. Wie viele Bälle haben wir denn jetzt? Ja, die müssten reichen. Aber wir müssen vier Pokémon fangen. Vier legendäre Pokémon. Eieieiei. Ich hätte nicht so viel Beleber kaufen sollen. Na gut, scheiß drauf. Fangen wir zunächst mal die ganz normalen Pokémon. Das sind drei Stück. Das erste ist ein, Knackleon. Ich habe das Spiel ein bisschen verändert. Von dem Pokémon her. Und zwar habe ich hier die rote 111 verändert. Und zwar tauchen hier auf rote 111 jetzt gerade nur Kecleons Level 42 auf. Denn mit Level 41 lernen sie die Attacke Schaufler. Deswegen können die Pokémon, die jetzt auftauchen. Moment, ich habe das Spiel verändert. Warum taucht hier ein Sandan auf? Sandan. Muss ich die ROM neu laden oder was? Ich lade mal schnell die ROM neu, vielleicht geht's dann. Zunächst muss ich hier nochmal ein Save machen. Zack, und hier zack. So, jetzt gehen wir mal weg von der Route. Jetzt müssen wir. Hä? Ich habe das Spiel ja verändert. Warum tauchen hier noch Sandans auf? Tuska, leck mich am Arsch, du Tusse. Warum tauchen hier nur so. Okay. Ich mache mal kurz Pause und schau, woran das liegt. Okay, ich habe es verändert. Jetzt tauchen hier nur Knackleons auf. Ich überprüfe noch, ob sie die Attacke Schaufel drauf haben, indem ich jetzt Atropius raushole. Auf, nix los! Heute geht aber auch gar nichts. Na gut, Ruckzuckhieb. Das wirst du hoffentlich überleben. Und wenn nicht, dann kriegst du auf die Fresse. So, hier. Nein, mich regt dieser Sandsturm auch auf. Nein, diesen reg ich nicht auf. Blauer Ozean. Ozean, ich hasse. Okay, Knackleon kann Schaufler. Das heißt, ja, es ist perfekt für die Regis geeignet. Für die ihr Spiel nicht verändern können, würde ich empfehlen, fangt euch einen Knackleon, trainiert jetzt auf Level 41. Ich spare mir halt jetzt gerade nur die Arbeit, das Knackleon zu trainieren. So, ja, komm, ich möchte jetzt den Ball schmeißen und dann ist es auch drin, hoffe ich. Und wenn nicht, dann bin ich angepisst. Ja, du willst mich doch jetzt nicht anpissen, Knackleon, oder? Du bist doch ein liebes Pokémon. Eins, zwei, drei und... Jawohl! Knackleon wurde gefangen. Damit haben wir ein Pokémon, das Schaufler kann. Jetzt brauchen wir noch zwei Pokémon, das man immer braucht für die drei Regis. Diese wären ein Wailord. Und ein Relikant, die finden wir in der Siegestraße. Ich habe auch wieder es so verändert, dass man die zwei Pokémon fangen kann. Wailord und Relikant. So, erstmal fliegen wir nach Prachtvolle City, denn dort ist es am leichtesten zur Siegestraße zu kommen. Natürlich hätten wir auch den anderen Weg nehmen können, den Eingang zu Prachtvolle City, aber egal. So, und hier müssen jetzt, jawohl, wir tauchen Relikant auf. Ich habe es so verändert, dass sie auf Level 1 sind, weil sie auf Level 1 leichter zu fangen sind. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe jetzt, streiken die nicht nochmal, sondern bleiben in ihren Ballen.
Ach, die streiken. Okay, ich speede mal. Ich habe jetzt keinen Nerv mehr drauf. So, Relikant wurde gefangen. Und hier müssten auch noch Violets auftauchen. Hier ist Heiko, gegen den können wir hier noch antreten mehrmals. Ich glaube, das machen wir sogar. Wollen wir es machen? Na komm, machen wir es einfach mal. Wir treten gegen Heiko an. Hallo Kevin, ich bin viel stärker geworden. Das möchte ich dir zeigen. Okay, jetzt komme ich. Weh, du nervst mich nochmal mit deinem scheiß Altarier. Ich warne dich. So, wir haben schon mal gegen Heiko gekämpft im Saphir-Display. Link jetzt rechts nebendran. Und ja, seine Pokémon sind mehr als schwach. Naja, aber im Vergleich zum letzten Mal ziemlich stärker eigentlich. So um 10 Level sind sie stärker geworden. Und auch nerviger, hoffe ich. Nee, hoffe ich. Warum noch hoffe ich das, dass sie nerviger werden? Nein! Okay, er nervt schon mal mit seinem Trank. Er hat es nicht verlernt, das Nerven. So, diesmal hat er keine Chance gegen unser Voltenso. Das haben wir auch unser volles Team dabei. Damals, wo wir zum ersten Mal in der Siegestraße waren, hatten wir ja nur 4 Team-Pokémon bei uns. Die anderen mussten leider in der Box bleiben, weil wir ein paar Fallen-Slaves mitnehmen mussten. Zuschuss setzt eine zufällige Attacke aus dem Team ein. Doppelteam. Die Attacke regt mich auf. Diese Doppelteam-Attacke kommt wahrscheinlich von Bois de Vaux. Na gut, dann setze ich seine Schockwelle ein. Müsste ungefähr ein Viertel abziehen. Was? Okay, so heftig hätte ich es. Danke, danke. Danke für den Nervangriff. Eneko, du bist wirklich nett. Vielen Dank auch. Es ist einfach mein Pokémon einschläfern. Danke, Eneko. Ich liebe dich. Tja, Triplette besteht eine Chance, dass es eingefroren, paralysiert oder verbrennt wird, das Pokémon, was getroffen wird. Aber unser Pokémon schläft ja oder hat geschlafen. Ja, daher konnte dieser Effekt nicht eintreten. So, 3 Pokémon hat er noch. Magneton. So, hier Lobok mit einer, ja, mit einer mehr als heftigen Attacke kommt jetzt. Dieser Part wird lang, Leute, das kann ich euch versprechen. Die Regis zu fangen ist auch sehr, sehr zäh und sehr ätzend. Wir müssen bloß auf, ja, wir müssen bloß darauf achten, dass die Bälle reichen. Wir müssen ja damit noch Quarzo und so fangen, und ich möchte jetzt ungern noch die Liga nochmal machen. Ja, jetzt müssen wir uns unsere Bälle rationieren. Und hier ist Bois de Vaux. Okay, du verdienst einen Hitzekoller, auf jeden Fall. Ach ja, das ist ja doch nicht der letzte Pokémon-Kampf im letzten Part gewesen. Das hier ist der letzte Pokémon-Trainer-Kampf in diesem Spiel. LOL. Danke für die Psychokinese. Du killst mich doch jetzt nicht etwa, oder? Natürlich ein Volltreffer. Er hat das Nerven echt nicht verlernt. Dass es ein Volltreffer wird, war ja klar. Okay. Ich hole mal Welser raus. Wir haben Welser lange nicht mehr eingesetzt. Okay, Welser, Erdbeben. Natürlich, natürlich, natürlich. Also, wie der einfach mal so nervt, ist ja mal göttlich. Das ist der nervigste Trainer, den ich kenne, der Heiko. So, Guardevue ist down. So, sein letztes Pokémon, Roselia. Natürlich. Das stärkere von den beiden ist Roselia, weil Roselia eine Vielfachstärke gegen Welser hat. Dann nehme ich Tropius wieder. Natürlich kommt Toxin, eine Nervattacke. Eine perfekte Attacke für einen nervigen Trainer wie Heiko. Jetzt kommen wir da. Fliegt davon. So. Zauberplatz. Eieiei. Die Attacke kann doch Tropius früher, oder? Da hat es immer viele Gegner verzaubert mit seinem Zauberblatt. Aber Tropius hat jetzt da stärkere Attacken drauf als dieser Zauberblatt. Wow, Kevin, du bist ja immer noch so stark. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Violet. Violets kann man hier auch fangen. Nein, ich habe es auch so eingestellt, dass man... Ja, hier Violet Level 1. Ich weiß, totales Cheating, bla bla bla, Flame durch rum, aber ist mir egal. Ich hatte halt keine Lust, jetzt extra einen Weilmer zu fangen und es auf Level 40 zu trainieren. Das war mir jetzt aufwendig. Ich habe ja schon mal einen Weilmer... ich habe es ja schon mal gemacht. Im Saphir-Display habe ich alles schon mal gemacht. Das ist jetzt nur eine... Alter, ich will jetzt nicht alle Bälle für dieses Violet verschwenden. Hallo, Violet!
Violet, was soll denn der Scheiß? Ich will jetzt nicht alle Bälle verschwenden. Ich warne dich. Violet! Ey, was soll der Müll? Bleib im Ball drin! Jetzt verschwende ich echt alle Hyperbälle für dieses Violet Level 1. Was soll denn der Müll? Superball. Alter, ich setze jetzt da Pokébälle ein. Das ist mir nicht wert. Das ist mir doch nicht wert. Ich fange dich jetzt mit einem Pokéball. Violet? Du bleibst hier den Ball, ja? Sonst überlege ich es mir anders, so. Violet, jetzt hast du ticken. Bleib on the ball. Bleib on the ball. Du bleibst jetzt in dem Ball, jo. Hallo? Violet. Hallo? Ey. Violet will mich verarschen. Es will einfach nicht in den Ball rein. Okay. So, okay. Boah, das war jetzt ein Geraffel. Okay, jetzt haben wir die drei Pokémon, die wir für die Siegelkammer brauchen. Jetzt fliegen wir nach Floßbrunnen. Ach ja, ich muss mir ja noch eine Blindenschriftvorlage zurechtlegen, damit ich euch vorlesen kann, was da steht. Aber zunächst spiele ich wieder ein bisschen blablabla Pokémon ein. Ja, ja, komm, komm, komm. Also wir haben es ja schon mal gemacht, das Ganze. Link jetzt rechts neben dran im Saphir Let's Play. Und jetzt machen wir das Ganze halt nochmal. Weil es so lustig ist. So, nein, Laser brauchen wir. Laser kommt auch. Laser brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir vielleicht auch noch. Das hier brauchen wir nicht. Dann brauchen wir das hier. Violet Level 1. Level 1 gibt es hier in diesem Spiel gar nicht. Es gibt nur Level 2. Und wenn Pokémon schlüpfen, haben sie Level 5. Erst ab der vierten haben sie Level 1, die Pokémon, die geschlüpft sind. So, dann brauchen wir einen Pokémon, das Schaufler kann. Hier ist unser Knackleon gefragt. Ich lasse Absol hier. So, Violet lasse ich nicht an erste Position. Da blamiert er sich nur gegen einen Kapator Level 5. Ich nehme stattdessen Welser an erste Position. Und wir müssen, glaube ich, noch die Position so verenden und später eine Siegelkammer. Dass Violet an erster Stelle. Ne, Relikant muss an erster Stelle sein und Violet an letzter Stelle. Und da muss man Schaufler einsetzen. Aber das zeige ich euch jetzt. Zunächst heißt die Siegelkammer. Ich wollte schon Siegelstraße sagen. Oh, episch, shiny. Haben wir denn einen Top-Schutz? Schutzfähig ist ganz gut eigentlich. Egal. Ich spiele einfach die Kämpfe, die wilden Pokémon-Kämpfe. So, hier müsste es, glaube ich, lang gehen. Ich hoffe, ich kenne den Weg noch. Es war, wie gesagt, 1,5 Jahre her, seitdem ich letztes Mal die Regis, zum letzten Mal die Regis bekämpft habe. Oder, ja. Beziehungsweise die Regis gefangen habe. Ja, gefangen ist schon noch länger her. Ich habe sie ja vor 1,5 Jahren besiegt. Im Saphir Let's Play. Ich glaube, hier ist der richtige Weg, oder? Kann es sein? Ja, egal. Das hier war auf jeden Fall richtig. So, und hier ist, glaube ich, hier lang. Jawohl. Das sieht schon mal sehr gut aus. Die Trainer haben ja alle schon besiegt. Bei dem ein Part so lang wie das Meer-Part. So, hier ist es ein bisschen knifflig. Ich mache mal ein Safe State, um sicher zu gehen, dass wir hier nicht verfehlen des Dingens. So, tiefblau, ja, ja. Shiny Metal setzt Surfer ein. Ja, das sieht schon mal gut aus, jawohl. Genau in schwarze, würde ich sagen. Und hier nochmal. Das müsste ja auch richtig sein, wenn ich mich nicht täusche. Oder ist doch richtig, oder? Nein, ist falsch, okay. Wir hätten nicht nach unten gehen sollen, es war hier alles nur richtig. Ich hätte einfach nur weitergehen müssen, okay. Zack, okay, hier, zack, und hier ist die Siegelkammer. Und ich hole mir jetzt eine Blindenschrift her, beziehungsweise einen Übersetzer. Okay, hier bin ich wieder, ich habe eine Blindenschrift bereitgelegt. Dann, jetzt kann ich euch übersetzen, ich kann ja eigentlich keine Blindenschrift, weil ich ja kein Blinder bin, sonst könnte ich ja überhaupt keine Let's Plays machen. Sonst müsste ich alle Let's Plays blind Let's Playen. Schwarzer Humor ist cool. So, der erste Buchstabe ist ein Moment. H. Hi. 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 Moment. Hi. Hi. Hier. Hier, oder? Hier. Hier, ja, das ist ein Hier, das erste Wort. Dann ist hier eine Leerzeile. Hier. Hier. Oh Gott, der Part kann lange dauern. Hier. H. Hier, 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 toll, hier, 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 hier,
Das erinnert mich irgendwie an das Stefan Raab Spiel, Schlag den Raab Spiel da. Hier, hier, wo ist denn das? Hier. Was ist das für ein... Ich glaube, es kann länger dauern. Also, ich mache das jetzt so. Ich schaue mir das Wort in Ruhe an und dann lese ich es euch vor. Das ist immer... Genau so mache ich es. Bis gleich. Okay. Die Liste der Buchstaben ist fehlerhaft. Alles im Internet ist fehlerhaft irgendwie. Finde ich echt schade, dass manche ein paar Leute verarschen wollen. Naja. Auf jeden Fall steht hier irgendwas wie hier hinein oder so. Wir tauchen ab. Ich meine auf, wir tauchen. Ja, wir tauchen hier auf. Ich habe jetzt den PokéWG rausgeholt, mal wieder, und da steht die Übersetzung drin. Und zwar steht hier auf den Steinen insgesamt bei allen 6, 7, 8 Steinen. Diejenigen, die hoffen und mutig sind, wird sich die Türe zu einem ewigen Pokémon öffnen. In dieser Höhle haben wir gelebt. Wir verdanken alles dem Pokémon. Dennoch sperrten wir die Pokémon weg. Wir hatten Angst. So steht es im PokéWiki drin. So, jetzt müssen wir erst einmal sicherstellen, dass wir Relikant an erster Stelle haben. Und Vylord an letzter Stelle. Anschließend muss unser Pokémon der Schaufler kann Schaufel einsetzen. Und schwupps, passiert sowas. Die Tür öffnet sich. Okay, jetzt haben wir hier das freigeschaltet. Das Ganze geht übrigens erst nach der Liga. Man muss erst die Liga schaffen, damit man hier das ganze Zeug machen kann. Und als nächstes sprechen wir diese Felsinschrift ein. Okay. Erdbeben. Oh nein. Was tut sich hier? Ah! Ah! Das hört sich an, als würde irgendwo eine Tür geöffnet. Ja, welche Tür wird das wohl sein, hä? Welche Türen sind das wohl? Das sind die Türen zu den legendären Regi-Pokémon. So, Schaufler und raus aus dieser Höhle. Ich glaube, es muss reichen, das kann hier auch auftauchen. So, und jetzt sind drei Tore geöffnet worden zu drei Höhlen. Wo die Höhlen sind, zeige ich euch. Die erste Höhle befindet sich in der Wüste. Schwupps. Aber zunächst möchte ich noch alle Pokémon, die zu unserem Team gehören, mitnehmen. Aber ich behalte, ich sollte 40 Pokémon mitnehmen, weil, ja, die Regi-Pokémon haben Level 40. Nehmen wir mal unser Groudon mit. Groudon hat, schuldig ja noch eine Pizza, ne? Okay, weiter lassen wir hier. Ah, so, du bleibst hier. Und ich glaube, die anderen brauchen wir noch. Ich glaube, ich nehme noch Absol mit. Absol kann auch ganz gut was machen mit seinem Aioras, weil die meisten Regis sind hart im Nehmen, wortwörtlich. Okay, dann zeige ich euch schnell die Höhle, wo Regi Rock ist. Der erste Regi. Und zwar befindet sich Regi Rock. Nein, ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Regi Rock befindet sich hier in dieser Höhle. Vorher war die Höhle verschlossen. Jetzt ist sie allerdings frei, weil wir in der Siegelkammer waren. Scheiße, wir brauchen ein Pokémon, das Stärke kann. Hat ein Pokémon Stärke? Egal, komm, ich bringe jetzt ein Pokémon schnell Stärke bei und dann hat sich das erledigt. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt extra zurückzulaufen. Also solltet ihr sicher gehen, dass ihr wichtigen Pokémon immer dabei habt, sonst endet ihr so wie ich und müsst euren Pokémon schnell knacken und keine Stärke. Na gut, warum nicht? Okay, Finte weg. Ich wollte schon Groudon Stärke beibringen. Na gut, passt eigentlich. So. Ich glaube, ich setze jetzt einfach mal Groudon in erste Stelle. Tausch mit Tropius. So, und jetzt... Was steht denn hier auf der Höhe? Okay, ich kann jetzt nicht übersetzen. Ich wollte eigentlich jedes Detail übersetzen, aber es hätte zu lange gedauert. Und ich glaube, ja, ich glaube, ich mache das im Smart Let's Play. Da mache ich das Ganze ziemlich ausführlicher als hier. So, ihr geht drei Schritte nach unten, zwei nach rechts und setzt dann Stärke ein. Und dann öffnet sich auch schon die Siegelkammer zu Regirock.
Hallöchen, Regiorg. Na, lange nicht mehr gesehen. Ungefähr 1,5 Jahre ist es her, oder? Tja, wie geht's dir? Ich bin sehr erwachsen geworden, was das Let's Playen angeht. Und sehr reif geworden. Was heißt der reif? Ich bin erfahrener geworden, was Let's Plays angeht. Ja, wir haben mich im letzten Let's Play ja besiegt. Im Software 4 Let's Play haben wir dich ja besiegt, ne? Ich glaube, ich möchte dich jetzt einfach mal einfangen. Also, fangen wir dich mal ein, ne? Regirock erscheint. Und die Musik habe ich nicht vergessen, aber die werde ich wahrscheinlich wieder ändern müssen. Okay, jetzt muss man vorsichtig umgehen. Gyarados ist sehr stark. Zwei legendäre Pokémon stehen sich gegenüber. Gyarados, der Herrscher der Kontinente. Gegen Regirock, der Herrscher der Steine. Wer wird gewinnen? Und werden wir Regirock fangen? Natürlich werden wir es. Das kann lange dauern, der Part wird sehr lange. Also gut, zuerst müssen wir Regirock schwächen. Ach verdammt, wir haben den Pokémon, da das eine Statusveränderung erzielen kann. Habe ich einen oder keinen gesagt? Wir haben kein Pokémon dabei, das eine Statusveränderung erzielen kann. So, und jetzt noch eine ganz schwache Attacke und dann müssen wir Regirock gut fangen können. Ich glaube, jetzt setzt sich Knackleon irgendwie noch ein mit irgendeiner Finte-Attacke oder sowas. Irgend so ein Rotz halt, was kein Schwein. Normalerweise hat sein Pokémon beibringt. Stütze, ich glaube, Stütze wird überleben, oder? Ja, perfekt. Ach scheiße, ich habe kein Save-State gemacht. Eieiei, das kann jetzt fatal sein. Okay, ich setze hier ein Safe State, um sicher zu gehen, dass, So, Safe State gesetzt. Und jetzt heißt es Bälle schmeißen. Wir haben ja bereits sehr viele Bälle an Violet verschwendet. Dank auch Violet. Schönen Dank auch Violet. Aber ich glaube, wir müssen Regirock gut fangen können. Okay, ich nehme zurück. Regirock wird sehr zäh sein zum Fangen. Bleibt doch endlich in dem Wald. Ich würde so gerne zu der Musik singen, aber ihr hört ja eine andere Musik. Das kommt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt anfange zu einer Musik zu singen, die ihr nicht hört. Ihr hört ja eine andere Musik. Ich habe wieder Poké Remix Studio eingefügt. Jetzt komm, egal, ich singe jetzt einfach. Bleibt doch endlich in dem Scheißwald. Die Musik passt zwar überhaupt nicht, aber ist mir egal. Okay. Alter, du willst ja gar nicht rein. Was ist denn los mit dir, Regirock? Bist du wütend, weil ich dich besiegt habe in so viel Let's Play? Tja, tut mir leid, aber jetzt möchte ich dich fangen. Sie fühlt dich geehrt, dass sie dich jetzt fangen möchte. Jetzt, geht doch endlich in den Scheißball rein, anstatt hier herum zu zicken. Dieser Part wird noch sehr, sehr lange dauern, Leute. Das kann ich euch versprechen. Bleib endlich in den Ball. Okay, soll ich speeden? Ich speede. Komm, weil sonst der Part zu lange wird. So, Leute, ich weiß, ihr habt erwartet, dass ich jetzt hier warte, bis ich meine Nerven wieder zerstören. Aber ja, das ist jetzt einfach nur zeitlich so, dass ich jetzt speeden muss. Geh doch in den Ball, geh doch in den Ball drin. Jetzt, ach, fast gefangen. Nein, Kraftkoloss, oh Gott, one kill. Gegen einen 55er Pokémon, nicht schlecht, nicht schlecht. Also Kraftkurs ist ja auch eine starke Attacke, eine der stärksten Kampfattacken, die es gibt. Alter, was soll denn der Scheiß? Zweimal Kraftkoloss. Kraftkoloss! Ne, Kampfkoloss heißt es. So, Regirock wurde gefangen. Regirock, Steingipfel, Größe 1,70 Meter, Gewicht 230 Kilogramm. Regirock wurde vor langer Zeit von Menschen weggeschlossen. Wenn der Körper dieses Pokémons im Kampf Schaden nimmt, sucht es nach passenden Stein, um sich selber zu reparieren. Okay, Regirock haben wir schon mal in der Tasche. Als nächstes kommt Regis.
Okay, Regirock ist gefangen. Jetzt kommt Regis. Das Eis-Pokémon. Regis kann man im Meer finden. Und zwar in diesen... Oh, ich sollte meine Pokémon zuvor noch heilen. Und zwar findet man Regis in der Route von Blütenburg City zu Forzhafen. Ich werde von Blütenburg City her schwimmen. Im Saphir ist besser mal andersrum hingeschwommen. Geschwommen. So. Erstmal heilen, dann der Damm. Und jetzt Regis wird gefangen. Wie viele Bälle haben wir denn noch? Ich muss jetzt sehr rationieren, die Bälle. Wie viel Geld haben wir denn? Eieiei, wir müssen Bälle kaufen. Ich will aber keine Bälle kaufen. Dann muss ich die Liga nochmal neu machen. Lass mich in Ruhe. Du bist es nicht wert, gegen Gordon anzutreten. So, lass mich in Ruhe, Tintacher. Du bist es erst recht nicht wert, gegen Gordon anzutreten. So, dam. Jetzt verpiss dich doch endlich. So. Um die Inselhöhle zu öffnen, ist es ganz leicht. Ihr müsst einfach nur hier das ansprechen und dann müsst ihr 5 Minuten warten und dann öffnet sich die Tür. Ich werde hier jetzt speeden, weil ich keine 5 Minuten lang warten möchte. Ja, jetzt speed ich gerade und gleich wird sich die Tür öffnen. Jede Sekunde. Öffne dich. Lass mich mal versuchen. Sesam, öffne dich! Ich habe getan, was ich konnte. Ah, funktioniert, okay. So, hallo Regis. Okay, ja. Tut mir leid, Regis, aber wir müssen dich fangen. So, hier ist das Eis-Regi-Pokémon. Hoffentlich wirst du auch so leicht zu fangen sein wie Regirock. Ach, Safe State, scheiße. Ich vergesse immer Safe State zu setzen. Ist immer ganz wichtig, Safe State zu setzen. So. Ich fange jetzt an wie, nicht wie gegen Regirock, sonst wird es ein schneller Kampf. Ich muss Erdbeben einsetzen. Hoffentlich überlebt es den Erdbeben, da ist Depp drauf. Heißsturm. Weil Gordon ein Boden-Pokémon ist, ist das Depp auf Erdbeben drauf. Deswegen ist Erdbeben ein bisschen stärker geworden. Okay, welche Attacken sind denn schwach gegen Eis? Wenig Attacken eigentlich, nur Eis-Attacken sind schwach gegen Eis. Obwohl ich es auch fair finden würde, wenn Wasserattacken auch noch gegen Eis nicht sehr effektiv wären. Weil wenn Wasser auf Eis trifft, wie friert der Eis ein? Also ja, müsste es eigentlich nicht sehr effektiv sein, rein vom Logischen her. Wie will ich ihn jetzt fangen? Was kann Knackleon für Attacken? Ich habe ihn noch nicht gesehen, was für Attacken Knackleon kann. Okay, vielleicht genügt ein Sandgrab. Ich setze jetzt einfach mal Knackleon ein. Hoffentlich kommt jetzt kein Eissturm. Bei Eissturm ist sehr effektiv, toll. Schönen Dank auch, Regis, dass du das machst, was ich nicht wollte. Wurde Kill, toll. Ich hätte einen Knackleon so wie Brava entwickeln sollen. Na gut, Wilser, komm her. Okay, ich werde jetzt wieder Bälle schmeißen. Was haben wir da? Gut, fangen wir mal an. Zack. Ja gut, es wehrt sich noch, aber nicht mehr lange. Irgendwann sieht es ein, dass es nicht entkommen kann. Komm schon, Regis. Regis! Auf rumzuzicken, Regis. Regis! Bleibst in den Ball, ja? Ich hab ihn schön für dich eingerichtet. Das sag ich irgendwie bei jedem legendären Pokémon. Regis, du bleibst in den Ball drin. Hallo. Danke schön, dass du mein Pokémon killst. Danke schön, dass du mein Pokémon killst. Danke schön, dass du mein Pokémon killst. Lalalalala. Du bleibst jetzt in den Scheißball drin. Du bleibst jetzt in den Scheißball drin. Du bleibst jetzt in den... Oh Gott. Viel von Stärke. Ja, jetzt fängt langsam an sich, sich zu, keine Ahnung, wir fangen keine Worte dazu ein, was Regis da gerade macht. Hallo, Regis? Regis, du, wie spricht deine Mutter? Bleib in den Ball drin, sonst kriegst du raus, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nix, aber... Hallo? Regis? Es kommt noch nicht so schwer sein, in den Ball drin zu bleiben. Oh Gott, ich verschwende meine Hyperbälle und meine Pokémon. Oh Mann, jetzt muss ich schon... Ah, scheiße, auf, komm, ich setze hier kein Beleber ein. Was soll denn mit... Ne, ich setze Doppelteam ein. Doppelteam ist perfekt. Schwuppi. Schwupps. Autsch. Oh, ich bin down. Naja, okay, laden ist immer gut. Gut, dass ich den Safe-Set gemacht habe. So, nochmal das gleiche von vorne.
Erdbeben. Oh, perfekt eigentlich. Perfekt. Warum war es vorhin nicht so? Und jetzt nochmal Hyperball. Na jetzt aber. Hyperball! Der magische Hyperball. Der Magic Hyperball. Nee, Ultraball. Ultraball heißt Hyperball auf Englisch. Regel ist, du kleiner Scheiße. Du bleibst in dem Ball drin, ja? Sonst werde ich richtig sauer. Dann kannst du dich auf was gefasst machen. Du Kristallviech. Ricky Rock ist viel schöner als du. Oh, ich soll es nicht provozieren, sonst wird es richtig in den Ball drin. Okay, Welser. Hyperball. Hyperball. Ah, fast wär's drin gewesen. Naja, aber fast ist auch knapp daneben, ne? Ach, Regis, ich mag dich jetzt in den Ball drin haben, sonst wird es noch ein sehr nerviger Part für mich. Regis, du bleibst in den Ball drin. Dun, dun, dun. Ich muss die Parts heute noch rendern. Ich habe heute zu später damit angefangen, die Let's Plays zu drehen. Ich muss noch Splinter Cell machen. Requarze muss ich auch noch machen. Splinter Cell muss ich noch machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich setze mal Erholung ein. Vielleicht verzweifelt Regis dadurch und bleibt dann im Ball drin. Wer weiß, kann alles passieren. So, jetzt aber bleibst du in den Ball drin. Hallo, Regis. Du bleibst jetzt in den Ball drin. Ich möchte diese Let's Play heute noch fertig machen, ja? Und ich möchte jetzt nicht meine ganze Spielzeit an dich verschwenden. Regis, ich warne dich. Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Jetzt bleib in dem Ball drin! Regis! Mach keine Faxen, ja? Mach keine Faxen! Alter! Was für ein Glück, dass ich eine Speed-Taste habe! Angenommen, ich würde es jetzt nicht speeden, würde ich jetzt schon verzweifeln. Regis, danke schön, dass du meinen Dingsbums killst, meinen Welser! Was hast du gegen meinen Welser? Welse sind doch schöne Tiere! Oh, jetzt bleibst du doch in dem Ball drin, Mensch! Boah! Ich weiß, du bist legendär und so ein Scheiß. Oh Mann, Verzweifler. Verzweifler, ja toll. Setz ruhig Verzweifler ein, ja, ja. Regis, komm. Mach doch keinen Scheiß, Junge. Ah. Das Ganze nochmal. Gut, dass ich speedet. Ich könnte es jetzt 100-mal sagen, aber es stimmt ja auch. Gut, dass ich speedet. Ah, jetzt bleib in dem Ball drin, Junge. Sonst werde ich noch doppelt so alt wie ich jetzt bin, dann bin ich jetzt nicht mehr 19, sondern 38. Jetzt bleib in den Ball drin, du Scheißer! Damals, wo ich meinen Zerfehlspiel gemacht habe, war ich noch 17. Das war ja vor 1,5 Jahren. Was ich schon 100-mal erwähnt habe. Aber egal. Dann erwähne ich es halt zum 101. Mal. Ach Mensch, Gott, das nervt. Ich will langsam nicht mehr. Also langsam geht mir echt die Lust aus. Hallo, Regis, bleib in den Ball. Ey, Regis will mich nerven. Sitzt du das? Regis will mich nerven. Warum willst du mich nerven? Hm? Was hast du davon? Hm? Was willst du eigentlich an mich zu nerven, Regis? Hm? Mach doch keinen Scheiß. Alter, Regis, komm. Oh. Du nervst mich jetzt. Weißt du das? Nee, zum wievielten Mal habe ich das jetzt gesagt, dass Regis mich nervt? Irgendwie sage ich jetzt immer den gleichen Müll. Regis nervt mich. Jetzt mach doch keinen Scheiß, Junge. Oh Mann. Was macht ihr heute noch so? Heute ist Sonntag. Was macht ihr denn also am Sonntag? Also ich hab nichts mehr vorgenommen. Ich muss hier noch mit dir noch Splinter Cell und so aufnehmen, Regis. Und Rayquaza muss ich auch noch fangen. Und was hast du für Regis? Ich muss hier einen Let's Player nerven, der mich fangen will. Aha, okay, das klingt interessant. Und welchen Let's Player möchtest du nerven? Der steht direkt vor mir, nee, der steht direkt vor mir, es bist du. Aha, du willst mich also nerven. Du willst mich also nerven, jetzt bleib in den Ball. Alter, Regis ist ganz schön nervig. Alter, es ist echt super, dass ich speede. Habe ich echt das schon mal gesagt? Alter, ich würde da verzweifeln, wenn ich das jetzt ohne Speeden machen würde. Das meine ich jetzt ernst, Leute. Boah. Alter. Kann doch nicht so schwer sein. Regis ist nicht so. Regis ist nicht so heftig. Daher müsste es doch ganz leicht zu fangen sein, oder? Oh, das sind Regis. Regis.
normal, dass sie so schwer zu fangen sind. Da hatten wir bei Regirock aber vorhin immenses Glück. Jetzt, okay. Machen wir kurz Pause. Guck mal ein bisschen. Guck mal, kann gar nicht mehr gescheit reden. Merkt es, Leute. Ich muss dieses Let's Play beenden, sonst wird es noch sehr viel schlechter als das Saphir-Let's Play. Weil ich nicht mehr weiß, über was ich reden soll. Also gut, ich mache mal kurz Pause. So, bin ich wieder. Boah, jetzt bleibst du aber in dem Wald. Ach, verdammt. Erstmal sollte ich vielleicht den Safe laden. Okay, nochmal das gleiche wie vor den vorigen zwei Malen. Warum hat denn das vorhin mehr abgezogen als jetzt? Ich verstehe jetzt nicht so richtig. Kann mir das jemand erklären, warum das manchmal mehr und manchmal weniger abzieht? Vielleicht hat... Nee, Regis hat keinen Fluch eingesetzt. Und, ich will nicht mehr. Also langsam bin ich echt der Überlegung, ob ich es Ausdrehen machen soll, bis es dann Ausdrehen gefangen ist. Jetzt bleib in den Ball drin, Regis. Och Mensch, Regis, du nervst mich jetzt. Ach, zum wievielten Mal habe ich es jetzt gesagt? Mir gehen echt langsam die Worte aus. Mir fehlen die Worte zu das, was Regis gerade macht. Regis! Spricht man das Regis oder Regis aus? Regis. Ich sage Regis. Klingt lustig. Regis ist eins von den dreien Regis. Ja, kann man so verwechseln, wenn ich es so sage, ne? Regis, bleib in den Ball drin. Regis, bleib in den Ball drin. Zum nächsten Mal hört er eigentlich schon die Musik. Also ich glaube, das könnte langsam langweilig werden, die Musik. 10 Minuten bin ich schon an Regis beschäftigt. Ach, wie schön. Warum werden es nicht 12 Minuten? Alter, wenn ich hier nicht gespielt hätte, dann hätten wir jetzt schon 50 Minuten verbrasselt an dieses Regis. Ich schwör's euch, Leute. So, Hyperball. Fail. Hyperball. Fail. Alter, warum bist du so zäh? Hä? Warum bist du so zäh? Was ist dein Geheimnis, dass du so zäh bist? Ich will auch so zäh sein. Bestellen Sie noch heute den Regis Putzmittel. Macht sie zäh. Oh Mann. Den Meister haben wir schon verschwendet, ne? Oh Gott. Okay. Moment. Okay, ich gebe dir noch diesen Versuch. Wenn ich in diesem Versuch jetzt nicht schaffe, mache ich es offscreen. Denn es geht, weil es geht mir jetzt richtig auf den Sack gerade. Boah, also, ich habe echt keine Lust mehr. Ich habe jetzt echt keine. Okay, ich mach's offscreen. Bis gleich. Oh, endlich, das wurde aber auch Zeit. Boah. Regis tiefgefrorener Körper entstand während der Eiszeit. Es kann nicht einmal durch Feuer geschmolzen werden. Dieses Pokémon kontrolliert eisige Luft von minus 200 Grad. Ah, ist interessant. So, und jetzt fehlt uns nur noch ein Regi-Pokémon oder eins der drei Regis. Jetzt werde ich immer dieses Regis vor meinen Augen haben, wenn ich an die Regis denken muss. Also gut, das dritte von den drei Regis befindet sich auf der Route von Baumhausen City zu Sigalsum City. So, und zwar, ich zeig's euch schnell. Wie viele Bälle habe ich denn eigentlich noch? Also ich habe nicht so viele Bälle bei diesen Regis verschwendet. Ja, das müsste noch reichen. Ich glaube, ich muss die Liga nochmal machen. Ich brauche genug Bälle für Raikwarza im letzten Part, im allerletzten finalen letzten Raikwarza Part, den wir schon damals im Saphir Spell gemacht haben. Jetzt aber die so. Nein, hier nach unten. Zack. So, hier ist die dritte und letzte Tür, die geöffnet wurde. Grab mal, um das Grab mal zu öffnen, ist es ganz leicht. Ihr müsst euch in die Mitte des Raumes stellen und dann Fliegen einsetzen mit eins eurer Pokémon. So, und die Tür ist offen. Und hier ist das letzte der drei Regis, Registil. Hallo, ich bin Registil, ne? Erinnerst du dich noch an mich? Tja, wo ich dich besiegt habe, habe ich ja gesungen wie die Hot, wie eine verrückte Sau. Okay. Vollstummen Apple sind sehr effektiv und würden zu Registils Tod führen. Ich setze Schlitzer ein. Eieiei, ist ja gar nichts ab.
Antikkraft. Okay, ich sollte vielleicht Protze zuerst einsetzen, um das Regi-Stil trotzen zu können. Oh mein Gott. Meine Wortspiele werden immer besser. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann am Sonntag nicht so besonders gut aufnehmen. Also, ja, also, am Sonntag aufnehmen ist das schön und gut, aber mir kommt es vor, ich nehme hier viel schlechter auf, als ich normalerweise aufnehme. An Wochentagen nehme ich irgendwie viel besser auf. Also, so kommt es mir zumindest vor. Kann sein, dass es auch anders für euch aussieht, aber ich, also, ja, am Sonntag habe ich nicht so viel, besonders viel Lust aufzunehmen, muss ich sagen. Da ist meine Lust, da kann ich es nicht so besonders gut kommentieren, das ganze Zeug. Ja, ich gebe es zu, ich habe keine Lust drauf, die Regis zu fangen. Wer hätte es gedacht? Normalerweise habe ich immer viel Lust, die legendäre Pokémon in einem Let's Play zu fangen, aber heute ist es anders. Ich habe ja schon die drei Regis schon gefangen oder beziehungsweise besiegt. Ich habe das ganze Zeug ja, ich habe das ganze Let's Play ja schon mal gemacht, muss man schon sagen. Das ist ja eigentlich nur eine Kopie vom Saphir Let's Play, bloß dass, ja, dass es 1,5 Jahre vergangen ist und dass man hier statt Gordon Kyogre fangen kann in so viel Display. Okay, ich glaube einmal Protzer geht noch und dann setze ich Schlitz ein, weil Schlitz ist ja immer noch ein Folterpokote drauf, da muss ich vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Okay, Kraftkauders. So, jetzt kommt ein Schlitzer und Regisil wird aufgeschlitzt. Nachher für Halloween muss ich auch noch was vorbereiten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich wollte, ja, ich muss sagen, ich werde es wahrscheinlich was anderes machen müssen zu Halloween. Zu Halloween wollte ich ja Lavandier-Syndrom machen, das ganze Zeug da mit der Lavandier-Musik. Allerdings geht die Zeit nicht jetzt nicht mehr hin irgendwie. Keine Lust hatte ich auch, muss ich zugeben. Daher werde ich was anderes zu Halloween machen müssen. Heißt das Lavandier-Syndrom. Vielleicht werde ich es auf nächstes Jahr verschieben, das Lavandier-Syndrom. Dafür gibt es in dieses Jahr was anderes. Das viel kürzeres. Ich habe da auch schon was. Ja, sorry Leute. Also, Schule geht halt vor Let's Plays, ne? Das müsst ihr schon verstehen können. So. Hoffentlich überlebst du den Antikkraftangriff. Ja, gut, also ich hoffe, der Sandgrab zieht nicht allzu viel ab. Und dann fange ich an, jetzt Bälle zu schmeißen. Natürlich werde ich jetzt noch ein Safe-State machen, damit ich jetzt die 1000er schwächen muss. Ja, ich glaube... okay, ich glaube, ich setze jetzt ein Safe-State und fange jetzt an, Bälle zu schmeißen. Zack. Und jetzt wird Bälle geschmissen. Oh, ich wollte knapp hier noch auswechseln, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen draußen. So, einmal geht noch, dann ist optimal geschwächt. Oh, okay. Registriere erledigt schon den Job für mich. Och, komm, jetzt auf rumzuticken wie Regis. Darauf habe ich jetzt echt keine Lust. Ja, das hast du dir von Regis abgeguckt. Gib's zu, Registriere. Aber es scheint sich nicht allzu sehr zu wehren. Also es ruckelt schon. Es ist an der Grenze zum Gefangenwerden, habe ich so das Gefühl. Komm, wenn du in den Ball drin bleibst, wird so ein großer Druck von mir weg sein, weil ich habe jetzt überhaupt keine Lust, dieses Registier zu fangen. Auch wenn ihr epische Musik hört, ich hör momentan keine Musik, das heißt, ja, deswegen ist meine Lust ein bisschen wenig gerade. Aber ihr hört epische Musik, für euch wird es wahrscheinlich gerade das Paradies sein, ne? Epische Musik, ein legendäres Pokémon fangen und so. Für mich ist es gerade die Hölle. Ohne Musik ein legendäres Pokémon fangen. Schönen Dank auch. Jetzt bleib in dem Ball drin. Bleib in den scheiß Ball drin. Bleib in den scheiß Ball drin. Bei Regirock hatte ich ja noch Musik, aber da habe ich es halt damals vergessen nur auszuschalten. Das heißt hier damals, vorhin. Vorhin habe ich es vergessen auszuschalten. Bei Regirock die Musik. Das muss ich halt dann nachher im Camtasia so verändern, dass ihr die Musik vom Originalspiel nicht hört, sondern die vom Pokémon Studio. Okay. Pokéball! Wackel! Aus! Pokéball! Wackelt draußen! Oh Gott, wenn es jetzt gefangen wird, muss ich die Liga nochmal machen, um Kohle zu bekommen für neue Bälle. Und das möchte ich eigentlich nicht. Jetzt bleib in dem Ball drin, bleib in dem Ball drin, ich sieh's sonst raus dich aus, ernsthaft jetzt. Du bleibst jetzt in dem Ball drin, ich warne dich, sonst werde ich hier wütend. Du bleibst jetzt in dem Ball drin.
Okay, nochmal. Einmal mache ich noch und dann werde ich es wieder aufs Green machen. Weil meine Lust ist so ein Killer ist gerade. Na, also jetzt ist es drin, perfekt. Oh, okay, die drei Regis wurden gefangen. Ich zeige es euch jetzt gleich in der Box. So, schauen wir uns den Eintrag von Regis noch zunächst an. Für Regis über den Eintrag, ja, komm. Regis die Eisen, Größe 1,90 Meter, Gewicht 205 Kilogramm, schwerer als Regirock. Regisdil hat einen Körper, der härter ist als jede Art von Metall. Sein Körper scheint hohl zu sein. Niemand hat eine Ahnung, was dieses Pokémon wohl frisst. Wahrscheinlich Metall oder Gestein oder so. So, alle drei Regis wurden gefangen, mehr oder weniger, mit Speed. Bei Regis war es am schwierigsten, weil Regis sehr zäh ist, oder war. So. Ne, fliegen wir gleich nach Floßbrunn. Wir wollen ja jetzt im nächsten Part drei Quarzer fangen. Hoffentlich reichen die Bälle noch aus. Wie viele Bälle haben wir denn? Für, ja, 41 müssen für drei Quarzer noch knapp reichen. Allerdings ich habe heute zu viel Regis gesehen. Ich werde drei Quarzer erst morgen machen. Ich werde erstmal meine Sinne wieder tanken. Meine Pokémon-Fangsinne. Und erst dann werden wir morgen drei Quarzer gegenübertreten und ich werde hier nichts bieten bei drei Quarzer. Alles wird live sein, selbst wenn dieser Part so lange dauert wie das Fangen bei drei Quarzer. Ich meine bei... Oh Gott. Ich kann gar nicht mehr gescheit kommentieren. Merkst du das? Okay. Gut. Regis kann die Attacke Eissturm, Fluch, Kampf, Koloss und Antikraft. Spielt sehr auf Spezialverteidigung. Mit Level 40 hat eine Spezialverteidigung von 147. Eines der höchsten, die es gibt, muss ich sagen. Dann haben wir... Na, wo ist es denn? Regirock. Regirock spielt auf normale Verteidigung. Auch sehr hoch eigentlich für Level 40er, sehr, sehr hoch sogar. Nur zum Vergleich, ein normales Pokémon hätte mit Level 80 einen Verteidigungswert von 175. Und es hat Level 40, also der Verteidigungswert, der wird sich noch sehr weit erhöhen. Aber das Pokémon mit der höchsten Verteidigung ist immer noch Potrot. So, das nächste ist Registeel. Es hat ungefähr ausgeglichene Werte, was Verteidigung angeht. Er spielt eher auf Verteidigung und auf Spezialverteidigung. Den könnte man zum Tanker skillen, also mit Toxin und so. Oder ja, Flug ist ja auch schon eine ganz gute Attacke. Da kann man schon einiges mit Registeel anfangen, wenn man es richtige Attacken beibringt und richtige Werte verstärken tut mit Protein und so ein Zeug. So, jetzt habe ich die Pokémon. Und ich würde sagen, ich bereite noch gleich alles für den nächsten Part vor, damit ich morgen keinen Stress habe. Pokémon bewegen. Ich nehme gleich unser Team mit. Unser Team wird es gegen Rayquaza sehr schwer haben, weil Rayquaza hat ein sehr hohes Level. Im Vergleich zu unseren Pokémon, da müssen wir schon richtig, richtig heftige Pokémon mitnehmen. Ich glaube, soll ich Neatron mitnehmen? Ne, ich lasse Neatron noch da. So, du gehörst doch in unser Team, genau, wie hätte ich das vergessen können? Voltenso, komm her. Ab wieder in unser Team und rauskommt Jordan. Ach ja, Pizza schuld ja immer noch, genau. Okay, Gordon, die Pizza kriegst du irgendwann mal, ne? So, Gordon. Haben wir unser Team? Ja, wir haben unser Team dabei, sehr schön. Welches Pokémon setze ich gleich an erster Stelle, damit wir gleich ohne aussortieren gleich gegen Rayquaza antreten können? Ich lasse Shiny Metal mal an erster Stelle gegen Rayquaza ran. Shiny Metal ist ja der perfekte Anti-Dragon Slasher. Pokémon nein, bla bla bla. Und ja, ich würde sagen, bis zum letzten Part dieses Let's Play. Das kann nicht so fies sein und rechts nebendran letzter Part machen oder links nebendran letzter Part, dann wird ihr komplett verwirrt sein. Weil mit letzter Part kann auch der letzte Part gemeint haben, also der Part vor diesem Part. Und auch der Part, der jetzt kommt, weil es ja auch der letzte Part ist eigentlich, wortwörtlich. Na gut, dann bis zum letzten Part, also bis zum nächsten und letzten Part, drei Quarzer werden wir fangen. Also, bis zum nächsten... Moment, mir fällt noch was ein. Genau jetzt ist es mir eingefallen. Wir brauchen das Eilrad dafür. Mach ich's noch schnell. Eilrad, komm her. Ein letztes Mal noch die Räder wechseln.
Dammedamm, okay, jetzt haben wir das Eilrad. So. Dammedamm, Tropius. So, aber jetzt wirklich, bis zum letzten Part. Ciao.